Man sagt, wer Husten hat, geht nicht zum Arzt, sondern ins Theater oder ins Konzert. Herbert Blomstedt ist Gast und Ehrendirigent von Spitzenorchestern in der ganzen Welt. Er hat gegenüber Hustern im Konzert eine tolerante Einstellung. Die Leute, die sehr konzentriert zuhören im Konzert, wird jeder Huster natürlich als Verbrecher eingestuft. Und das stört ja die Musik. Ich bin da etwas großzügiger, denn ich glaube, niemand hustet, weil es ihm Spaß macht. Versucht das einzuhalten, aber es gelingt halt nicht immer. Es gelingt nicht so leicht, einen Huster einzustellen, wenn man nicht eine Alternative hat. Die Alternative ist, etwas ganz genau zuzuhören, damit man sich auf etwas anderes konzentriert. Unser Geist ist so eingerichtet, dass wenn man sich sehr auf eine Sache konzentriert, dann wird alles andere nebensächlich oder fast auch nicht empfunden. Ich weiß, man kann mit einem Kopfschmerzen oder einem Schmerzen am Fuß oder irgendwo eine Schmerzen auf der Bühne gehen. Im Moment, man anfängt zu musizieren, ist das völlig verschwunden, weil etwas anderes und Wichtigeres hat die Überhand genommen. Und Musik hat diese Möglichkeit, uns so total unsere Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, dass man anders praktisch, dann existiert nicht mehr. Das ist eine wunderbare Sache. Herbert Blomstedt ist ein in Amerika geborener Schwede. Als Sohn eines Adventistenpastors verbindet er mit der Musik eine Mission. Ich empfinde mich auch als Verkünder. Die Musik hat eine Botschaft. Durch die Musik kann man Gott kennenlernen, Gott ahnen. Das ist sogar, glaube ich, eine von den Hauptaufgaben der Musik. Menschen, die dafür eine Antenne haben, zu spüren, dass es muss etwas Großes geben, was wir nicht verstehen, was wir nicht benennen können, aber dass es wirklich gibt. Ob der gleich ist wie unser Schöpfer. Diese Ehrfurcht für etwas ganz Großes, was über uns steht, außerhalb uns, und der doch zu uns spricht, kann die Musik geben. Und das ist eine ungeheuer wichtige Botschaft. Herbert Blomstedt ist davon überzeugt. Viele Künstler helfen mit ihren Werken den Menschen bei ihrer Suche. Die klassische Musik ist ein wunderbares Beispiel dafür. Denn die macht uns klein, weil diese Musik so großartig ist. Und gleichzeitig so in gewissem Sinne unpräzise ist, dass die Sinn nicht festhält an besondere Wahrheiten, die man dann durchpauchen will. Nicht wahr? Das Wichtigste beizubringen ist, den Menschen dieses Gefühl von Ehrfurcht vor dem Großen beizubringen. Und die Musik ist da ein ausgezeichnetes Mittel. Ich glaube, das ist ein Gedanke von Hermann Hesse, der großartige Schweizer deutsche Dichter.
der sagte, wenn alle Kirchen und alle Priester mehr wie Jesus waren, dann wären die Dichter überflüssig. Ich denke an den schwedischen naturalistischen Dichter August Strindberg, ein völlig religiöser Mensch, ein Bildstürmer, hat seine Gesellschaft sehr kritisiert. Aber er war auch ein Sucher. Und der sagte, in meinen Theaterstücken predige ich. Ich versuche, Menschen Wahrheit zu bringen. Das ist dasselbe wie in der Bibel. Aber viele Menschen hören nicht mehr, was in der Bibel gesagt wird. Die verstehen das nicht. Aber die verstehen vielleicht ein Theaterstück, das gut gemacht ist. So ist das auch mit guter Kunst. So ist auch mit klassischer Musik. Das bringt näher zu den Menschen ein Gefühl für das Große. Und das Große, das ist equal, das ist gleich Gott. Das ist das Allergrößte. Man hat von Gott verschiedene Vorstellungen natürlich. Einige glauben an einen persönlichen Gott, der sich um mich kümmert und mich liebt. Andere können sich damit nicht identifizieren, aber haben trotzdem ein Suchen nach Gott, einen absoluten Macht, die viel intelligenter ist als alle Milliarden von Menschen zusammen und die das alles geschaffen hat. Also diese Größe zu suchen, ist in der Musik allen eigentlich möglich, allen Zuhörern, die offene Ohren haben.